Herzlich willkommen zu einem kurzen Update, wöchentliches Update zu Banker Quotes und den Entwicklungen auf meinem Konto. In früheren Videos habe ich ja schon die ganzen Eckdaten ausgeführt, deshalb versuche ich es heute wieder sehr kurz zu halten. Hier sind die Gesamtgewinne jetzt in circa 3 Monaten, knapp 3 Monate, und die Gebühren, die abgehen. Wir haben hier im Moment keine Position offen. Das ist ja das Besondere bei Banker Quotes. Wir haben nur ganz kurze Trades, in der Regel 10, 15 Sekunden im Markt und dann wieder raus. Das heißt, das Geld liegt Cash auf dem Konto. Wir haben hier jetzt einen Kontostand von 419 US-Dollar. Es ging mit 300 los und wir haben hier wieder die letzte Performance Fee, die ist ja immer 50% wöchentliche Performance Fee. Das heißt, letzte Woche wurden auf dem Konto 9,71 $ erwirtschaftet und das ist ja dann eben der gleiche Teil wie der, der als Performance Fee weggeht. Wir haben hier bei MyFXBook haben wir ein Masterkonto, das ist jetzt nicht genau hundertprozentig deckungsgleich mit den Ergebnissen bei meinen, aber das schwankt dann mal so ein Prozent vielleicht oder ein halbes Prozent. Aber wir haben hier im September, in meinem ersten Monat, wo ich dabei war, hatte ich ja dann quasi netto 12% circa. Dann hier hatte ich rund 20% im Oktober, was ja natürlich exorbitant war. Hier im November, wir haben jetzt noch 4 Handelstage im November, kommen wir dann wahrscheinlich auch so auf vielleicht 16%, schätze ich mal. Und dann wären das 8% netto für den November. Auf was ich noch aufmerksam machen möchte, und das werde ich auch unter dem Video verlinken. Da gibt es verschiedene Informationen, die man auch abrufen kann. Hier auf Linktree und dann gibt es auch noch die Webinare, die jetzt regelmäßig auch sonntags und mittwochs stattfinden, also Mittwoch 20 Uhr. Wer da Interesse hat, kommt einfach auf mich zu, dann bekommt ihr den Link. Und jetzt gehen wir wieder auf die Gesamtübersicht. Wir haben hier wieder den Startbetrag, der war jetzt 30.8. Also wie gesagt, wir haben jetzt 3 Monate. Wir haben jetzt auf der Balance 419 und die Handelstage habe ich auch immer aufgeschrieben, damit man sieht, was da im Schnitt ungefähr an einem Handelstag erzielt wird. Es gibt auch mal Tage, da wird nicht gehandelt, dann hat man mal 1 oder 1,5% an einem Tag, aber das haben wir dann so als Durchschnittswert. Wir haben bis jetzt mit den ganzen Werten, die netto übrig bleiben, haben wir bis jetzt 40%. Auf die 299. Dann gibt es noch den Bereich der Lizenzen und Einnahmen aus der Weiterempfehlung. Und da habe ich nochmal aufgeschrieben, letzte Woche zum Beispiel beim Anteil der Performance Fee. Ich habe jetzt, glaube ich, vier Leute in der Struktur bei mir, also wirklich da nicht viel. Aber ich möchte da einfach auch das Vertrauen aufbauen, regelmäßig informieren und dann kommt der eine oder andere dazu, der sagt, okay, ich steige da jetzt mal mit dem für mich angemessenen Betrag in das Ganze ein und dann empfehle ich natürlich auch, das weiter zu empfehlen. Jeder guckt sich das eine Weile an, guckt sich auch 2, 3 Webinare mal an und dann entscheidet man sich, ob man das weiterempfiehlt. Und ich habe jetzt letzte Woche aus der Performance Fee 31 $ erhalten. Und wenn man das jetzt mal mit der Einlagesumme vor 3 Monaten in Bezug setzt, dann sind es ja schon 10% in der Woche quasi, die ich jetzt bezogen auf meine Einlage hier durch die Empfehlung jetzt bekommen habe. Insgesamt 141 sind ja nahezu 50%. Dann habe ich hier die Lizenzkosten gehabt und ich habe aus der Binärprovision 100. Das heißt, damit habe ich jetzt quasi meine Lizenzgebühr amortisiert und aus der direkten Provision von Direktpartnern habe ich 187 gehabt. So,
Und jetzt ist es so, ich habe unterm Strich mit allem netto quasi, also alle Kosten, diese 100 Dollar, die sind ja Kosten, die sind abgezogen, habe ich jetzt verfügbar, hätte ich verfügbar zur Auszahlung 700, 48 Dollar und habe ursprünglich eingesetzt das hier, das kann ich auch abheben. Das heißt, eigentlich habe ich investiert 100 Dollar plus Startguthaben und hätte jetzt verfügbar 748, das wären 87%. Natürlich steckt man auch ein bisschen Arbeit rein und das Ganze habe ich jetzt wirklich auch mit einem kleinen überschaubaren Konto gestartet, dass man auch sieht, das ist jetzt ein Konto, wo jedermann auch machen kann. Und wenn ich dann da mal aufstocke, dann werde ich da auch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht mache ich dann auch noch ein Extrakonto, dass ich das dann weiterlaufen lasse und mache noch ein Extrakonto, wo ich dann nicht weiterempfehle, sondern nur dann quasi ein Konto eröffne. Aber das wird sich dann zeigen, wie ich das dann mache. Ich möchte das einfach auch längerfristig dann immer wieder updaten. So, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, es war wieder etwas aufschlussreich und bei Interesse einfach auf mich zukommen. E-Mail ist in der Videobeschreibung. Natürlich ganz klar, jeder handelt hier nach eigenem Risikoprofil und es besteht natürlich bei diesen Art von Anlagen im Trading besteht ein hohes Verlustrisiko. Das muss sich jeder bewusst sein. Aber so erwachsen sind wir ja, dass wir das selber entscheiden können und entsprechend der Situation und auch nicht auf Darlehen handeln und so weiter. Gut, in diesem Sinne eine gute Woche euch und bis dann.